Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder oder erstmalig hier auf den Kanal gefunden habt. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen auf diesem YouTube-Kanal Himmlische Kinder, Engel Christiane und Engel William. Ja, ich habe euch heute etwas Blühendes mitgebracht, weil wir hatten gestern hier einen sehr schönen frühlingswarmen Tag mit Sonne auch und man spürt die Kraft in der Natur, die jetzt erblühen will, die alles sprengt, den Boden sprengt. Und ich hoffe, dass ihr auf eurem Entwicklungsweg mit dieser Schubkraft des Frühlings sehr schön weiterkommt. Ja, ich bin Engel Christiane und ich bin die Enkeltochter von Gottvater und im himmlischen Recht die Tochter von Jesus Christus, seinem Sohn. Und ich bin der zweite von insgesamt 6 Erdenengel in Menschengestalt, die von Gottvater auf die Erde abgesandt wurden, um hier auf YouTube für ihn sein Wort zu verkünden. Meine Aufgabe ist es, die Menschen auf dem Weg zu meinem Großvater zu begleiten und zu unterstützen und so zurück in den göttlichen Ursprung, nämlich das wahrhaftige Sein, zurückzuführen. Also in ein glückliches und erfülltes Leben. Ich bin auch spirituelle Heilerin, Kartenlegerin sowie auch Persönlichkeits- und Bewusstseinsmentorin. Und wer von euch möchte, kann sich auf diesem Weg von mir oder auch Erzengel Heike mit Reiki, einer persönlichen Kartenlegung oder auch mit einem persönlichen Coaching unterstützen lassen, wodurch man in seiner persönlichen Entwicklung schneller voran und damit auch in der vollständigen Heilung schneller ankommt. Ihr findet hier in der Infobox meine E-Mail-Adresse, meine Homepage sowie auch den Link zum Kanal von Erzengel Heike und auch meine verwendeten Kartendecks. Wenn du also rechts neben dem Videonamen oder unterhalb auf dieses kleine Wörtchen mehr klickst, dann geht diese Infobox auf und dort kannst du alles finden. Es gibt hier auf diesem YouTube-Kanal kostenlose Podcasts, die Erzengel Heike mit meinem Großvater erstellt und erarbeitet hat. Und an dieser Stelle möchte ich wieder jedem Einzelnen in seinem eigenen Interesse dringend anraten, sich diese Podcasts auch anzuschauen, sie ernst zu nehmen und sie auch umzusetzen. Mein besonderer Hinweis geht wieder auf die 10 Gesetze und seine Gebote, wenn ihr damit einfach mal anfangt. Du findest auf diesem Kanal auch kostenlose Kollektivlegungen über die Zwillingsseelenverbindung. Doch eine kollektive Legung ersetzt niemals eine persönliche Legung, weil in einer persönlichen Legung natürlich deine Energie eingefangen wird. Und darüber hinaus erhältst du in einer persönlichen Legung eben zusätzliche Botschaften von meinem Großvater für dich, die du in einer kollektiven Legung eben nicht erhalten kannst und wirst. Wichtig ist bei einer kollektiven Legung, dass du dir nichts passend machst, was nicht passend für dich ist. Also fühle und höre gut in dich hinein, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Das mag ein Wort, ein Satz, ein kleinerer oder größerer Teil der Legung oder auch die komplette Legung sein. Es kann aber auch sein, dass du gar nicht mit dieser Legung in Resonanz gehst und beim nächsten Mal mag das schon wieder ganz anders sein. Allein aufgrund dieser Tatsache ist eine persönliche Legung immer besser für dich. Rede dir nicht etwas schön und leugne nichts weg, denn damit würdest du nur dir selber schaden. Du blockierst dich
damit in deiner Entwicklung und schlimmstenfalls kommst du vollständig zum Stillstand, was fatal für dich wäre. Personenkarten sind in einer kollektiven Legung geschlechterneutral. Das heißt, wenn hier ein König fällt, kann das genauso gut eine Frau darstellen und umgekehrt. Achte dann vielmehr auf die Energien, die ich dazu beschreiben werde. Meine Videos sind alle zeitlos und sie haben immer dann Bedeutung für dich, wenn du ein Video von mir angeklickt hast oder wenn dich ein Video von mir gefunden hat. Ich deute die Karten nach der Bedeutung der einzelnen Karte, aber nicht ausschließlich, sondern ich erhalte während der Legung auch Botschaften von meinem Großvater, die ich ebenfalls ausspreche, und zwar auch genau so, wie ich sie reinbekomme. Also auch in der Tonart, die ich von meinem Großvater mitbekomme. Und ich möchte dieses nur als Vorwarnung sagen, denn mein Großvater ist nicht immer nur lieb und gütig, wie alle meinen, sondern er kann auch sehr wohl sehr bestimmend, sehr böse und auch sehr wütend werden. Und das immer dann, wenn ein Mensch sich gegen seinen Willen und somit auch gegen den eigenen Seelenplan stellt. Denn alles im Leben eines Menschen läuft nach diesem ureigenen Seelenplan, der praktisch das Drehbuch deines Lebens ist. Zufälle sind eine Illusion des Menschen, denn in Wahrheit gibt es keine Zufälle. Wenn euch mein Video, meine Legung oder mein Kanal gefällt, dann bist du herzlich eingeladen, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Und vergiss dann bitte nicht, diese kleine Glocke zu drücken, dann wirst du automatisch von YouTube über alles Neue auf diesem Kanal informiert. Ich freue mich auch immer über ein natürlich kostenloses Like oder auch einen Kommentar von dir als Zeichen deiner Wertschätzung mir und meiner Arbeit, aber auch als Zeichen deiner Wertschätzung meinem Großvater gegenüber. Du unterstützt mit einem Like oder auch einem Abo den Algorithmus dieses Kanals. So, dann würde ich schauen, dass wir hier heute Platz finden. Und ich bin gespannt, welche Energien hier heute im Feld sind. So, ich habe die Karten bereits gemischt und so können wir direkt starten. Großvater, was sollte dem Kollektiv heute gesagt werden? Welche Botschaft soll das Kollektiv heute erreichen? Großvater, was ist wichtig für das Kollektiv? Ich brauche noch weitere Karten. Ja, die springen gut heute. Was darf ich dem Kollektiv gegenüber sagen? Das muss ausgesprochen werden. Ich werde das gleich nochmal ausrichten. Ja. So, ich schaue mal, ob ihr alles sehen könnt. Etwas Platz schaffen. Da muss ich mal gucken, wo diese Zusatzkarte. Mal schauen.
Jetzt werde ich erst noch mal diese Karte, die gehört wohl dazu, komme ich gerade den Hinweis. Und dann schauen wir mal auf die zugrunde liegende Energie. Die stellt sich hier, ich zeige sie euch mal. Das ist die zugrunde liegende Energie. Und die hat etwas damit zu tun, dass du in deine Harmonie kommen möchtest. Du möchtest in dein Glück, du möchtest wieder dich im Gleichgewicht fühlen. Du hast das Gefühl, du musst auf irgendeine Art und Weise einen Ausgleich schaffen, damit du also etwas verändern, damit du wieder zu deiner inneren Ruhe, in dein inneres Gleichgewicht kommst, in deine innere Mitte, in deinen Frieden. Und das kann mit dem näheren Umfeld zu tun haben. Also die Lilien stehen einfach auch für die Familie. Also da schau mal in deinem näheren Umfeld, wo es etwas gibt, was nicht im Ausgleich ist, was dich noch nicht glücklich macht, weil du spürst, hier muss ich etwas verändern. Und das mag auch mit einem Partner, mit einem Gegenüber zu tun haben. Und es mag auch für den einen oder anderen auch um Sexualität gehen. So, das ist die zugrunde liegende Energie. Und dann habe ich hier noch ja, die zugrunde liegende Energie, den Ring, was darauf hinweist, dass hier bei dir in deinem Umfeld eben eine Verbindung, eine Beziehung besteht. Du magst auch in einer Ehe sein, die dich nicht glücklich macht, sonst würdest du nicht den Wunsch verspüren, hier etwas verändern zu wollen, um wieder in deinen Frieden zu kommen. Es stellt sich so dar, dass hier ein alter Seelenvertrag mit deinem Gegenüber vorliegt, an den du gebunden bist. Du bist auf irgendeine Art und Weise an eine Person und ich sage jetzt mal dein Gegenüber und schau mal, wer sich darstellt, wer dieses Gegenüber in deinem Umfeld sein kann, an den du noch gebunden bist durch diesen alten Seelenvertrag und wo du schon weißt, wo deine Intuition dir schon sagt, hier muss etwas verändert werden, damit ich wieder glücklich werde, damit ich wieder zu mir selbst komme. Und ich muss auch etwas tun, damit ich selber dafür sorge, die Verantwortung übernehme für mein eigenes Seelenheil. Ja, das Glück ist das eigene Seelenheil. Du scheinst schon eine ganze Zeit lang auf dem Weg zu sein und hier stellt sich etwas dar, worauf, also wie gesagt, du bist schon lange auf dem Weg, um glücklich zu werden, um in dein Glück zu kommen, um auch Sehnsüchte, die du hast, um Träume zu verwirklichen. Da müsst ihr mal schauen, welche Sehnsüchte und Träume ihr habt, wo ihr hinwollt, was euer Ziel ist. Es war hier nämlich als dritte Karte auch das Schiff dargestellt. Ja, das ist das, was ich gesagt habe, basiert auf der Information über das Schiff, was schon lange unterwegs ist, was sich schon lange etwas vorgenommen hat, aber du auch abgewartet hast, wahrscheinlich auch schon zu lange Pause gemacht hast, zu lange passiv gewesen bist und dich nicht genügend darum gekümmert hast, hier vorwärts zu gehen, um einer negativen Situation herauszukommen.
So, es ist tatsächlich so, dass sich hier die Veränderung ganz zentral anzeigt. In deinem Leben stehen Veränderungen an. Du siehst auch schon Möglichkeiten für deine Zielsetzung, dein Leben zu wandeln, auch voranzugehen. Du wägst ab, flexibel, was gemacht werden kann und müsste, um mich von Altem zu befreien. Da kommen wir gleich noch zu. Und in dem Zusammenhang mag auch ein Wechsel, also eine neue Richtung in deinem Leben, entweder zu einem anderen Menschen angezeigt sein oder es mag auch ein Umzug hier liegen. Also guckt mal, schaut mal in eurem Leben, ob ihr eventuell damit schwanger geht, auch euer Lebensumfeld ganz zu verändern, dem jetzt eine neue Richtung zu geben, geben zu wollen. Und das kann auch damit zusammenhängen, dass ihr den Ort, wo ihr jetzt gerade seid, wo ihr lebt, auch verlassen müsst oder sollt, um über einen Umzug in ein ganz neues Umfeld zu kommen. Ein Umfeld, was euch gut tut und ein Umfeld oder auch mit anderen Menschen, das euch wieder in euer Glück und eure Harmonie, in eure Zufriedenheit bringt. Ich sehe hier, das hat sich gezeigt, die Energie, dass etwas an dir nagt. Du hast Sorgen und Ängste und Zweifel, wie du vorgehst, weil du spürst, es muss hier etwas verlassen werden, es muss hier etwas aufgegeben werden, etwas Altes, was mir nicht gut tut. Das nagt schon lange an dir und insofern passt darauf auch gut diese Karte des langen Weges, also hier nagt schon lange etwas an dir und irgendwie hast du oder die Umstände hier immer wieder verzögert und wahrscheinlich hast du auch durch eigene Gedanken, auch Kommunikation verhindert. Auf irgendeine Art und Weise hast du dich selbst ausgebremst. Und zwar geht es hier, ich bekomme das so rein und ihr müsst mal prüfen, wie sich das in eurem Leben darstellt. Ich habe hier die Schlange, ja, die mag auch für eine Dreierkonstellation stehen und sie steht auch für eine Rivalin. Sie steht auch, kann auch für die Mutter stehen, eine Mutterproblematik. Aber es kann sehr wohl hier auch um eine Ex-Partnerin bzw. einen Ex-Partner von dir geben, der mit diesen Sorgen, Ängsten und Zweifeln, mit deiner Unzufriedenheit hier einhergeht. Diese Person, die hier dargestellt ist, also ich hatte ja gerade beschrieben, dass das jetzt, also in vielen Fällen mag es bei euch entweder ein Ex-Partner sein, der euch immer noch ärgert, der euch, der streitlustig und besserwisserisch ist, der immer Recht haben will, der immer versucht, Macht über euch auszuüben. Und das mag, wie gesagt, mit diesem Ex-Partner zu tun haben oder ein derzeitiger Partner oder jemand, von dem ihr euch schon getrennt habt, aber vielleicht noch keine Scheidung eingereicht habt, sage ich mal. Ja, also hier gibt es halt mehrere Möglichkeiten und da müsst ihr mal schauen,
wo es euch betrifft. Und das, was er an Ratschlägen euch gegenüber bringt, passt nicht zu eurem Leben. Das, was er euch aufdrängen will, die Art und Weise, wie er vorgeht, auch mit einer gewissen Macht, ja, die hier durch die Schlange auch angezeigt ist, seine Vorstellung vom Leben, seine Vorstellung, wie es für ihn weitergehen soll, durchzusetzen, also in dieser Beziehung durchzusetzen. Ja, und wir haben ja, auch wenn es schon ein Partner ist, von dem wir getrennt sind, haben wir ja immer noch eine Beziehung. Ja, wenn diese Beziehung nicht gerade, wie soll ich sagen, tatsächlich besteht. Ja, und diese Person nicht in eurem tatsächlichen Umfeld seid. So, wenn das jetzt ein Ex-Partner ist, dann kann man auch schon getrennt sein. Und trotzdem besteht die Möglichkeit, dass der immer auf irgendeine Art und Weise Einfluss auf euer Leben nehmen möchte. Und dieser Einfluss ist negativ. Dieser Einfluss von dieser Person tut euch nicht gut. Er macht euch Ängste, Zweifel und Sorgen. Und sorgt dafür, dass ihr das Gefühl habt, ich komme nicht vorwärts und ich werde gehindert und gehemmt in meinem Leben. Es tut euch nicht gut. Es macht euch auch nervös. Ihr seid oft durch diese Art der Kommunikation, die vielleicht zwischen euch besteht, die dieser Mensch dir vielleicht auch immer wieder aufzwingt oder dich drängen will, irgendetwas zu machen und zu tun, dieses macht dich sehr nervös. Ja, es riecht dich auf, es macht dir Stress und es setzt dich einfach unter Druck. Ja, diese Person setzt dich mit irgendetwas, was seinen Vorstellungen, seiner Meinung, seinen Ansichten, seiner Bewertung deiner Person oder einer Situation gegenüber bereitet dir Stress und Aufregung und es setzt dich unter Druck. Es ist eine große Herausforderung für dich, diese Situation zu meistern, weil du fühlst dich wirklich zurzeit in deinem Leben blockiert. Es ist eine große Aufgabe für dich und es ist wichtig, hier sich nicht zuzumachen, sondern diese Angelegenheit muss über die Veränderung gelöst werden, weil du möchtest ja wieder in dein Glück und in deine Zufriedenheit kommen. Und vielleicht planst du auch schon eine Art des Neuanfangs. Vielleicht hast du schon im Hinterkopf, wie du dein Leben positiv und friedvoll gestalten möchtest, wo es hingehen soll für dich, was das Ziel ist, was dich glücklich macht. Im Inneren und im Äußeren. Aber zurzeit bist du hier, scheinst du gefangen zu sein in dieser Gegenüberstellung, die sich negativ darstellt, die aber erforderlich ist, diese Herausforderung. Also seht es als Herausforderung. Und ihr sollt diese Herausforderung annehmen. Plant dieses, wie ihr vorgeht, um euer Ziel durchzusetzen. Bleibt nicht stecken hier in den Hindernissen, da wo ihr euch gehemmt fühlt. Und bleib standhaft dabei,
hier die Verantwortung zu übernehmen, diese Herausforderung, die sich hier vom Leben bietet. Ja, wir haben immer mal wieder Herausforderungen mit Menschen in unserem Umfeld, mit unserem Gegenüber. Ja, schaut, ob es eine Person ist, die etwas weiter von euch entfernt ist oder direkt in eurem Umfeld. Und diese Herausforderung geschehen immer wieder im Leben. Denen sind wir immer wieder ausgesetzt, um etwas zu lernen, um voranzukommen. Und ich sehe hier, es kann auch, diese Person mag sich auch in eurem Berufsleben darstellen. Es kann durchaus auch eine Person sein, auf eurer Arbeitsstelle, da wo ihr beschäftigt seid. Aber ihr sollt euch auf jeden Fall von diesem alten Seelenvertrag befreien. Es ist wichtig, also dieses, was sich darstellt und das, woran ihr noch klammert, auf eine gewisse Art und Weise habt ihr geklammert, die ganze Zeit, weil es war ja dieser lange Weg, die ganze Zeit klammert ihr an etwas und ihr wollt es nicht loslassen. Dabei engt diese Person euch so sehr in eurem Leben ein, in eurem Glücklichsein, in eurem Vorankommen, also auch in eurer Entwicklung und auch darin, tatsächlich nach vorne zu gehen, also in die Tat, in die Handlung zu kommen. Und es liegt hier eindeutig, dass diese Situation, dieser Konflikt mit dieser Person beendet werden muss, damit ihr wieder in eure Sonnenkraft kommt, in euer Glück, die Sonne ist die größte Energiekarte des Tarot. Und die Sonne zeigt immer alles Positive an, was ihr in euch selbst tragt, an Wünschen und Zielen. Und sie zeigt auch an, dass ihr grundsätzlich die Kraft und die Power habt. Ihr habt die Energie, ihr habt auch die Ausstrahlungskraft, hier gegen diese Person anzugehen, diese Situation als Herausforderung zu betrachten, um sich aus diesem dieser festsitzenden Situation zu befreien, von diesem alten Seelenvertrag zu befreien. Und ich glaube, ihr könnt diese Karte nicht richtig sehen. Ich habe hier den Sarg liegen und es ist erforderlich, dass ihr diese Veränderung jetzt in Angriff nehmen müsst. Ihr müsst etwas beenden. Diese Sache, diese Situation, diese negativen Gedanken, diese Gedankenkonstrukte auch und das, was euch ständig negativ beeinflusst, wann es vielleicht ständig durch euren Kopf geht, wie gehe ich vor, wo hole ich mir eventuell auch Hilfe, ja, das ist hier auch angezeigt, euch auch Hilfe zu holen, jemanden, der kompetent ist, ein Arzt, ein Anwalt, ein Therapeuten, ein Berater, ja, oder auch einen psychologischen Berater, irgendeine Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass ihr diese Sache jetzt beenden könnt, damit ihr in eure Kraft kommt. Damit ihr aus diesem ganzen negativen Konstrukt festzuhalten, immer nervös zu sein, die Dinge nagen an euch. Ja? Und es ist notwendig und erforderlich, es ist Schicksal, ja? Dieses Alte zu beenden, um wieder in eure Kraft zu kommen, in eure Authentizität, in eure Power, in eure Energie.
diesen alten Seelenvertrag, ja, der stellt sich da als alter Seelenvertrag. Das kann man hier auch eindeutig sehen. Also die Schlange und der Sarg, ja, das sind beides skorpionische Energien. Ich zeige sie euch nochmal, weil es ist sehr, sehr wichtig, das zu erkennen. In beiden Karten wird hier diese skorpionische Energie des Stirb- und Werdeprozesses angezeigt. Ihr befindet euch mit dieser Situation, mit diesem Konflikt, gerade in einem Hauptwaschgang. In dem Hauptwaschgang, wo ihr eindeutig erkennen müsst, die Nervosität an die Seite zu legen, in die Kraft zu kommen, um dieses Alte zu beenden, weil es nicht nur euch, es macht euch krank. Ja, dieses Festhalten an dem Alten, dieses nicht loslassen können, raubt euch viel zu viel Energie. Die Energie, die ihr eigentlich in das Neue, in das Positive reinbringen sollt, einbringen solltet. Ja, weil ihr möchtet ja in euer Glück, in eure Harmonie, das hatte ich ja eingangs gesagt. Und es hat sich hier auch in den Unterkarten der Neuanfang gezeigt. Also der ein oder andere hat auch schon ganz klare Vorstellungen davon, wie der Neuanfang für euch aussehen soll. Also nochmal, habt die Mut, den Mut und die Kraft, hier in die Veränderung zu gehen. Diese Konflikte, diese Streitgespräche als Herausforderung zu betrachten, das Alte loszulassen, den Stress loszulassen, ja, dieses, dass ständig etwas an mir nagt und es mich nicht loslässt, und geht jetzt vorwärts, beendet dies durch Dinge, die euch vielleicht auch intuitiv hier angezeigt werden. Viele von euch mögen eine große, hohe Intuition zu haben zu den Engeln, zu der spirituellen Welt und auch zu Gottvater. Hier die Kraft zu holen, die ihr braucht, um diese Herausforderung zu überwinden, die jetzt dran ist, die ihr jetzt in Angriff nehmen müsst. Und wir wollen jetzt gleich mal schauen, was hier noch an unterstützende Energie oder an Ratschlägen und so weiter kommen mag. Ich muss mal einen Schluck trinken. Großvater, was sollte dem Kollektiv hier noch an die Hand gegeben werden? Geraten werden. Und welche Hintergründe geht es? Und welche Hintergründe geht es mit der Schlange, mit dem Sarg? Ja, mal eben schauen, ob noch etwas kommen möchte. Ja. Großvater, was möchtest du hier noch sagen? Und welche Hintergründe geht es? Was sollte zu dem Beenden der Situation noch ausgeführt werden? Gibt es noch einen Rat? Das sollte noch gesagt werden. Gut, ich... Oh, da ist was runtergefallen, aber es ist nichts kaputt gegangen. Alles ist gut und heile. So, mal gerade hier eben... Da geht es noch. Die Unterkarten sind ja auch immer wichtig. Das wollen wir mal schauen. Ich habe hier nach der Situation gefragt, ja, die euch so nervös, so stresst, so lange schon, euch so viel Kummer und Sorgen bereitet und die jetzt beendet werden muss. Danach hatte ich jetzt gefragt und ja. Also ihr seid tatsächlich schon, ja, hier kommt auch nochmal als untere Energie die Reise. Ihr seid schon eine Weile unterwegs mit dieser Situation. Das ist keine neue Situation von heute und gestern und vorgestern. Denn hier stellt sich
eine Situation da, die kann auch mit Verrat zu tun haben. Irgendjemand hat, also es gibt mehrere Möglichkeiten, ja, zur Energie des Teufels. Zunächst einmal sagt diese Karte, dass diese Person, um die es geht, nicht euer Freund ist, sondern gegen euch eingestellt ist. Ja? Es ist so wie ein Feind. Ja? Und also eine Person, die es nicht und wahrscheinlich niemals gut mit euch gemeint hat. Und es ist möglich, dass ihr durch diese Person auch verraten worden seid, dass ihr das über die Machenschaften, ja, die hier abgelaufen sind in der Vergangenheit, ihr euch verraten gefühlt habt. Ja. Diese Person ist maßlos teilweise in den Forderungen und greift unglaublich ein in eure Herzenswünsche, ja, in das, was ihr wollt, was ihr euch für euer Herz wünscht. Ja, ihr wollt ja ins Glücklichsein gehen. Ihr wollt in die Harmonie, hatte ich eingangs gesagt, in die Zufriedenheit und in euer Gleichgewicht wiederkommen. Und diese Person stellt eine Abhängigkeit dar. Ja, ihr seid auf irgendeine Art und Weise von dieser Person abhängig. Ihr seid auch noch nicht losgekommen davon, ja, weil dieses Klammern an diese Person wird hier ja dargestellt, auch im Lallement durch den Anker. Diese Person hat euch eingeengt. Ja, vielleicht in euren Wünschen, in euren Zielen, Wünschen, die positiven Vorstellungen, die Träume, die ihr hattet, immer wieder dagegen angekämpft zu haben, da eingegriffen zu haben. Diese Person ist maßlos. Und es kann auch im einen oder anderen Fall etwas mit Süchten und Verlockungen zu tun haben. Ja, da müsst ihr mal schauen, wo gibt es Anteile in dieser Person, ja, von der ihr euch lösen sollt, die euch auch abhängig machen, weil sie auch eine Art von Verlockung darstellen. Ja? Wo war der oder wo ist immer noch der besondere Reiz dieser Person? Ja, das mögen auch sexuelle Anteile hier zugrunde gelegen haben, die euch festgehalten haben, ja, oder auch Emotionen, dass ihr euch emotional immer noch auf eine gewisse Art und Weise gebunden fühlt an diese Person und dadurch die Abhängigkeit entstanden ist. Ich habe hier aber auch die Behörden, die darauf hinweisen, dass du dir eventuell auf irgendeine Art und Weise Hilfe, Rat über die Behörden suchen musst. Du musst vielleicht, der eine oder andere von euch muss, vielleicht über, wie ich das schon eben sagte, über einen Arzt, Anwalt, Therapeuten, öffentliche Ämter, vielleicht auch eine gerichtliche Entscheidung herbeiholen, also sich Hilfe suchen, damit eine gerichtliche Entscheidung herbeigeführt wird, weil du vielleicht persönlich alleine gar nicht in der Lage bist, gegen diese Person anzukommen. Ja? Denn diese Person, die euch hier stresst, nervt, mit ihren Machenschaften ständig in euer Leben reingreift, die ist sehr stark, die ist sehr mächtig, da geht sehr viel Macht aus und es ist durchaus möglich, dass du es alleine gar nicht schaffst, dagegen anzukommen. Also such dir Hilfe von außen und die Engel werden dir den Weg zeigen, dich führen und unterstützen, wenn du auf der Suche bist nach der richtigen Hilfe, nach dem richtigen Anwalt, nach dem richtigen Therapeuten
oder vielleicht auch Arzt, weil diese Person dich auch krank macht. Die belastet dich. Die macht dir Kummer und Sorgen und dadurch steckst du in dieser Krise. Es ist nicht so, dass du nur nervös bist oder nur kleine Dinge an dir nagen. Nein, es ist ein großes Thema und das muss jetzt aus der Welt geschaffen werden, weil du musst dafür sorgen, aus diesem Spinnennetz dich zu befreien. Ja, und auch das Spinnennetz, ja, hier gefangen zu sein in einem Spinnennetz, ja, zeigt hier wieder diesen Leb- und Sterbeprozess, ja, hier sterben zu müssen, um rauszukommen, ja. Es mag sogar hier ein Netzwerk angezeigt sein, ein Netzwerk, in dem wir gefangen sind, das so mächtig ist, dass wir das Gefühl haben, ich kann mich da gar nicht draus lösen. Und du deshalb auch schon so lange in deiner Passivität verharrt hast, so lange stillgehalten hast, so lange auf der Stelle getreten bist und immer in Kummer und Sorgen, weil du dir ja dieses Glück wünschst für dich, das kleine und auch das große Glück, das, wo du eigentlich hin möchtest. Und du bist hier, ja, da sind öffentliche Ämter, die hier auch angezeigt werden, gefangen in einem sehr machtvollen Spinnennetz. Das spiegelt sich hier aufeinander. Für den einen oder anderen mag es auch die Mutter darstellen, weil die Mutter ist tatsächlich auch das Symbol, also die Spinne ist das Symbol für die Mutter. Und der eine oder andere mag auch in der Problematik durch Abhängigkeiten zu der eigenen Mutter, ich hatte es eben schon angesprochen eingangs, gefangen sein, festgehalten sein, ja, zu meinen, ich bin ja gebunden durch meine Emotionen, wenn es eine Person aus der Familie ist, bin ich verpflichtet, hier loyal zu sein, aber das geht nicht mehr. Dieser Wechsel ist hier angezeigt, weil er dich einfach, diese Situation hat dich zu lange festgehalten, zu lange traurig gemacht. Und du bist jetzt schon entweder sehr, sehr, sehr traurig und hast ganz viel Kummer und Sorgen oder du bist sogar schon dran krank geworden. Und da ist es jetzt höchste Zeit, aus diesem alten Vertrag herauszukommen, ja, diesem alten Seelenvertrag, der jetzt nicht mehr dienlich ist, weil wir offensichtlich sehen können, dass wir uns aus diesem Spinnennetz der Macht, der Machenschaften, des Verrates, vielleicht auch des Neidischsein auf euer kleines Glück, was ihr in euch tragt, herauszukommen und dieses zu beenden, jetzt. Und dadurch in den Wechsel zu gehen, um in die Sonnenkraft zu kommen. So, ich möchte das jetzt einmal so stehen lassen. Ich frage nochmal, ob noch irgendetwas gesagt werden soll. Moment. Großvater, sollte hier noch irgendetwas gesagt werden? Ja, hier wird doch noch was kommen. Was muss ja noch ausgesprochen werden? Ja, ich guck mal. Okay. Ja, ich guck auch noch mal bei der Unterkarte. Dann wollen wir mal schauen. Die ist jetzt zuerst gefallen.
Ja, ich muss das mal gerade sortieren. Entschuldigung. So, ja, ich musste das gerade erstmal ein bisschen durchforsten. Also, als unterliegende Energie, auch von diesen Karten, die sich jetzt hier nochmal bieten, ja, diese Erklärung, die Hintergründe auch zu dieser Situation, soll ich noch sagen, dass es sich hier auch um Situationen handeln kann für den einen oder anderen, wo viele Leute im Hintergrund negativ mit ihren Machenschaften in diesem Spinnennetz oder auch Netzwerk, kommt mir gerade rein, agieren. Dass da sehr viele Menschen involviert sind in diesem Netzwerk. Und dass es sich im näheren Umfeld auf jeden Fall um mindestens drei Personen handeln wird, in deiner jetzigen Situation, die immer wieder durch Streitgespräche, ja, immer wieder versuchen, auf dich einzuwirken, immer wieder versuchen, also ein, zwei, drei Personen, die versuchen, dich aus deinem Frieden herauszubringen, die auf dich einwirken und um dich und dich anschnauzen, etwas von dir fordern, die dich dazu bewegen wollen. Ja, durch die Art und Weise ihrer Kommunikation, und die ist nicht freundlich, diese Kommunikation, die ist besserwisserisch, die versuchten euch ihre Gedanken, ja, ihre Vorstellung vom Leben, ihre Vorstellung davon, dass du dich gar nicht daraus lösen kannst oder könntest, all das versuchen sie dir immer wieder zu sagen und dich zu überzeugen und dich somit gefangen zu halten, sodass du auch das Gefühl hast, ich kann hier nicht loslassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir Rat und Hilfe suchst. Ja, das mag, ist auch der Rat von Gott Vater, ja. Also auch hier durch die Intuition Botschaften zu erhalten, wie ich vorgehe. Oder auch von Beratern, die sich euch zeigen mögen. Vielleicht auch im Internet. Vielleicht ja auch hier auf YouTube. Es kann sich für den einen oder anderen auch um die erste Tochter handeln bei dieser Problematik. Oder eine jüngere Frau, eine Prinzessin. Es ist aber auch angezeigt, dass ihr jetzt durch die Ablösung, die Beendigung der Situation, die muss beendet werden, damit ihr in eure Kraft, in eure Energie kommt, vorwärts zu gehen, ist es wichtig, Hoffnung und Zuversicht zu verspüren. Ja? Auch immer wieder den Kontakt zu suchen. Wie ich schon gerade eben im Vorsatz gesagt habe, zum Universum euch Mut und Kraft und Unterstützung zu holen, Vertrauen zu haben in eure Ziele, in eure Wünsche, in die Sehnsüchte, die ihr habt, die sind nur nicht berechtigt, sondern die sollen sich jetzt auch bewahrheiten. Ihr wollt und ihr sollt und ihr werdet auch in eine Begegnung kommen. Und bei dieser Begegnung geht es um eine Person, die ihr in eurem Herzen tragt. Diese Person stellt jetzt hier euren Herzensmenschen dar. Und ihr überlegt auch die ganze Zeit, wie ihr es möglich machen könnt, euch zu verabreden, also in die Kommunikation zu kommen, sich auch tatsächlich zu begegnen oder die nächste Begegnung besonders zu gestalten. Es geht um ein Treffen, einen Besuch, es geht um Kontakte und es geht hier um kurze Zeit. Also
Ihr wollt und ihr sollt jetzt, ganz bald, in wenigen Tagen, eine Kommunikation aufnehmen, um eine Begegnung mit eurem Herzensmenschen machbar zu machen, zu manifestieren, das in die Wege zu leiten, dass es, und wenn es ein Telefonat ist, eine E-Mail, eine Nachricht auf WhatsApp, diese Begegnung in die Wege zu leiten durch Kommunikation. Auch wenn ihr darin eine Herausforderung sehen solltet, ja, weil ihr euch ja auf irgendeine Art und Weise gefangen fühlt, aber es ist notwendig, dass ihr euren Herzensweg geht, da voranzukommen und daran zu arbeiten. Und dieser Herzensmensch bedeutet für euch den allergrößten Schatz. Er ist für euch ein Zugewinn. Er ist für euch eine Person, die euch selber und euer zukünftiges Leben fruchtbar gestalten werden lässt. Er vermehrt diese Person, dieser Herzensmensch, vermehrt euer Glück, vermehrt all das, was vielleicht schon an Gefühlen zwischen euch da ist, denn diese Person muss ja schon in eurem Leben sein. Und das euer Gegenüber ist euer wahrer Schatz. Und er vermag euch auch auf irgendeine Art und Weise so zu bereichern, dass es eine Bereicherung im Inneren darstellt und es aber auch eine Bereicherung im Äußeren darstellt. Die Begegnung, die Kommunikation wird euch auch im Finanziellen bereichern. Und diese Person mag für den einen oder anderen tatsächlich sich im Ausland aufzuhalten. Ja, wir haben hier die Welt. Und es geht hier um mehrere Leute, wie ich schon sagte, mit denen ihr teilweise euch auseinandersetzen müsst, euch loslösen müsst. Und diese Karte zeigt aber genauso an, dass ihr diese Einladung im Hinterkopf habt, dass ihr feiern wollt. Ihr wollt in die Begegnung, in das Zusammensein, in die Berührung mit eurem Herzensmenschen, der für euch ein wahrer Schatz ist. Und diese Person kann sich im Ausland aufhalten, was bedeutet, dass ihr eine Kommunikation ins Ausland und diese Begegnung auch fürs Ausland möglich machen müsst, ja, um hier in diese Begegnung mit dem wahren Schatz zu kommen. So, dann wollen wir mal schauen, ob die Engel noch eine Antwort für euch haben oder einen Rat. Großvater, was mögen die Engel dem Kollektiv hier noch raten? Was wird dem Kollektiv geraten? Ja. So. Mal gucken. Ja, da muss ich aber jetzt mal schauen. Ich habe hier ein Ja und ich habe ein Nein und ich habe das Positivbleiben. Und jetzt möchte ich noch mal was hat das Kollektiv im Kopf, wenn es um das Jahr geht? Was hat das Kollektiv im Kopf, wenn es um das Jahr geht? Okay, danke schön, Großvater. Also ihr sollt Ja sagen, sagen die Engel.
um euch selber dazu, euch selber glücklich zu machen, wieder ein festes Fundament zu schaffen. Und ihr sollt auch wissen, dass ihr in eurem Herzensmenschen, den ihr hier im Kopf habt, dass ihr für diesen Menschen immer willkommen seid, dass ihr ein festes Fundament in diesem Menschen gefunden habt. Gott Vater will euch sagen, dieser Mensch, den ihr im Sinn habt, den ihr immer fühlt und spürt, dass ihr dort euren Platz gefunden habt, dass das der Richtige ist und dass ihr mit diesem Menschen auch am Ziel angelangen werdet. Dieser Mensch sollte euer Ziel sein und dazu das Ja. Das Ja auch zu dem Neuanfang. Ihr sollt jetzt beginnen, ihr sollt die Chancen, die sich jetzt euch bieten, in die Hand nehmen. Ihr solltet die guten Gelegenheiten, die sich jetzt noch im Winter, ja, und der Winter ist nur noch bis zum ungefähr 20.3. Bis dahin, da ist ja, ne, ich glaube, der Frühlingswechsel, muss nochmal genau nachschauen. Jetzt im Winter solltet ihr die gute Gelegenheit, die Chance nutzen. Denn es ist allerhöchste Zeit, ja, allerhöchste Zeit, diesem Zustand, der euch krank macht, ein Ende zu setzen. So, dann wollen wir mal schauen, wozu gilt das Nein? Was soll beendet werden? Wozu wird dem Kollektiv geraten, Nein zu sagen? Ja, ihr sollt aufhören damit. Ihr sollt aufhören damit, in Kummer und Sorgen euch zu befinden. Kommt aus dem Zustand von Kummer und Sorgen heraus, aus dem Zustand der Traurigkeit, des Festsitzens, der Schwankungen, auch aus dem Zustand beeinflussbar zu sein, zu leichtgläubig zu sein. Gott Vater möchte euch hiermit auch sagen, dass ihr die Situation klarer, logischer, mit sachlichem Verstand durchschauen sollt, was hier teilweise auch im Hintergrund abläuft. Und zu erkennen, wie groß die Negativität dieser Person ist für euch und euer Leben. Das zu erkennen, denn da habt ihr bislang in der Vergangenheit einer Illusion aufgesessen. Und diese ganze negative Situation, ja, die Schlange, das Ablösen, das Nein, was ihr jetzt aussprechen sollt zu anderen, kann und bezieht sich auch auf zwei ältere Personen, auf Vater und Mutter, auf jeden Fall zwei Personen, die Anzahl zwei ist hier angezeigt, eine sehr viel ältere Frau, mag auch eine Tante, Schwägerin sein oder ein Onkel oder ein älterer Freund, also zwei ältere Personen, mögen auch Oma und Opa sein, Großeltern, ja, die hier in diesem negativen Prozess involviert sind. Da schaut mal bitte nach, wen das betrifft. So. Und ihr sollt natürlich positiv bleiben. Auf jeden Fall positiv bleiben. Denn das Universum, die spirituelle Welt und Gott Vater sind an eurer Seite und werden euch immer, insbesondere wenn ihr darum bittet, jeglichen Rat, jegliche Unterstützung eingeben, wie ihr vorwärts gehen sollt, damit ihr euch hier aus diesem Spinnennetz befreien könnt. Großvater, was sollte
noch zur Stärkung des Selbstwertes hier ausgesprochen werden, Großvater. Ja. Das sind jetzt ein bisschen viel. Welche Karten sollten hier benutzt werden? Welche Botschaften sollten hier kommen? Auch dann lese es euch vor. Okay. Es geht um den Selbstwert. Ein schwaches Selbstwertgefühl muss nicht sein. Du kannst es stärken. Erinnere dich an all das, was du kannst. An deine Stärken, Erfolge, Errungenschaften und bemerkenswerten Taten, die du schon in deinem Leben vollbracht hast. Ja? Erinnere dich an deine Sonnenkraft. Ich muss nochmal die Karte. Erinnere dich an die Kraft all deiner Anlagen und Fähigkeiten. Erinnere dich an den Mut, der in dir steckt, um vorwärts zu gehen. Du bist wertvoll. Wer außer dir soll das bestimmen, dass du wertvoll bist? Und beschließe deine Stärke am besten jetzt gleich. Also entscheide dich für deine Stärke. Habe die Selbsterkenntnis. Voller Überzeugung meistere ich meine Lebensaufgaben, die Herausforderung, die jetzt ansteht. Ich bin in jeder Hinsicht erfolgreich, da alles, was erfolgt, meine Entsprechung ist. Ja, damit möchte dir gesagt sein, dass du tatsächlich befähigt bist, wie ich schon eben sagte, mit all deinen Anlagen und Fähigkeiten, diese Situation auch zu meistern. Denn niemand bekommt oder hat in seinem Seelenplan, ja, und es wird ein neuer Seelenplan entstehen, wenn dieser alte jetzt endet, und der ist eigentlich schon geendet, denn es ist ja allerhöchste Zeit, wird mit einem neuen Menschen auch ein neuer Seelenplan, der liegt schon da, der ist schon da. Und ihr wechselt rüber, indem er den alten abschließt, beginnt der neue. Und hier möchte gesagt sein, dass du alle Anlagen und Fähigkeiten bereits in dir trägst, diese Herausforderung auch zu meistern. Selbstverwirklichung findet sich in jeder Tätigkeit wieder. Warum sich an Leistungen orientieren? Tue alles zu deinem Besten mit einer großen Portion Freude und Selbstüberzeugung. So kreierst du Harmonie. Ich glaube an die Allmächtigkeit, die mir Sicherheit schenkt und mich behütet. Ich bin nie allein, das Universum begleitet mich immer und überall. Da hatte ich ja schon darauf hingewiesen. Es heißt Selbstwertgefühl und nicht Fremdwertgefühl, oder? Willst du deinen Selbstwert weiterhin in die Hände anderer Menschen legen oder deinen Selbstwert jetzt selbst bestimmen? Erlaube nicht, dass sich von außen ein geringeres Gefühl an Selbstachtung einschleicht. Sorge selbst für einen starken, gesunden und guten Selbstwert. Also hier wird jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass es, ja, das ist sicher euer Thema, dass ihr daran arbeiten sollt, in das Gefühl zu kommen, ich bin es mir wert, für mich einzutreten. Du bist wertvoll und du hast es verdient. Du hast es zu 100% verdient, diese Herausforderung zu meistern, um in dein Glück zu kommen. Du hast dein Glück verdient und du wirst es schaffen, weil du alle Anlagen und Fähigkeiten in dir trägst. Und sorge dafür, dir immer wieder zu sagen, jeden Tag aufs Neue,
Ich bin es wert, gut behandelt zu werden. Ich bin es wert, so gesehen zu werden, auch wie ich bin, mit all meinen Anlagen und Fähigkeiten und auch mit all meinen Schwächen. Ich bin es wert, so gesehen zu werden, auch mit den Fehlern, die ich mache, weil ich selber weiß, ich darf Fehler machen. Ich darf Fehler machen, weil ich bin ein Mensch und ich bin hier in der Schule des Lebens. Und diese Fehler waren gut zu machen, damit ich etwas lerne. Und ich kann ja aus diesen Fehlern lernen. Aber das schwächt überhaupt nicht meinen Selbstwert, weil ich habe durch das Tun meiner Fehler ja nur eine Aufgabe gehabt, die ich zu erfüllen hatte. Und das erfülle ich, indem ich zukünftig vielleicht irgendeine Art von Fehlern vermeide oder ich Fehler, die ich gemacht habe, in den Ausgleich bringe. Ja, dafür sorge, dass diese Fehler wieder bereinigt werden. Aber ich bin es wert, sage dir jeden Tag, geliebt zu werden und so gesehen zu werden, wie ich bin und so anerkannt zu werden. Und somit will dir auch Gottvater nochmal sagen, schenke dir selber Lob und Anerkennung. Feiere deine Erfolge. Alles, was du bisher in deinem Leben schon so positiv bereitet hast. Freue dich über deine guten Taten, Gedanken und Worte. Sei nett zu dir. Nimm dich auch mal selbst in den Arm und habe dich einfach lieb. Was wollen die Erzengel euch noch sagen? Großvater, was mag über die Erzengel dem Kollektiv noch gesagt werden? Das muss ja noch ausgesprochen werden. Erzengel Zadkiel möchte euch hier sagen und mitgeben, erweiche dein Herz bezüglich dieser Situation und aller Menschen, die darin involviert sind, einschließlich deiner eigenen Person. Sieh diese Situation, in der du dich gerade befindest, mit Liebe, in Liebe, für dich selber und auch für alle Beteiligten. Denn alles sollte so sein, wie es jetzt gerade hier geschieht, damit wir das lernen. Aber du sollst wissen, geliebtes Wesen, sagt die Erzengel Kamuel, ich helfe dir bei deiner spirituellen Beziehung mit deinem Seelengefährten. Also der Seelengefährte, auf den wird hier nochmal hingewiesen, und Erzengel Kamuel ist an eurer Seite, hier vorwärts zu gehen und diese Beziehung vorwärts zu tragen. Vielleicht auch in die Kommunikation zu kommen, die ja hier als dringend notwendig angezeigt war. Und Erzengel Kamuel möchte dich genau hier unterstützen. Rufe ihn an, wenn du Fragen hast, wie du vorgehen sollst, um in die Begegnung mit deinem Herzensmenschen zu kommen, wenn du zu den Personen gehörst, die gerade keinen Kontakt haben zum Herzensmenschen. Ja, das mag nicht für jeden zutreffen, aber für einige. So, was möge über Gela van Delden für Licht und Liebe noch in dein Leben kommen. Großvater, welche Botschaft? Ja, das ist zu viel. Okay. Mal wieder aufräumen. Das ist nur runtergefallen.
Lass in Liebe los. Ja, ich kann es gerade nicht so gut sehen. Und lass in Liebe los. Dein Glaube ist wie eine Hand, die du der liebenden und weisen Schöpferkraft entgegenstreckst. Es ist die Hand, mit der du dich im Selbstbedienungsladen des Universums bedienst und mit der Kraft der Liebe zugreifst. Sei jedoch bereit, auch all das wieder loszulassen. Selbst wenn dir das manchmal nicht leicht fällt, so voller Vertrauen, dass auch dieses zu deinem Besten geschieht, dieses Loslassen. Erst das bewusste Loslassen dessen, was dir nicht mehr entspricht, schafft Platz für das Bessere. Auch Kinder wollen ihre Freiheit haben. Gib dem Wachstum ihrer Entwicklung Raum. Erlaube ihnen, sie selbst zu sein. Und gebe dir den Raum, den du brauchst, dich hier zu entwickeln, du selbst zu sein. Sei du selbst. Wage es, alte Verhaltensweisen abzulegen, etwas zu verändern, anders zu denken, anders zu sprechen. Und das selbst dann durchzusetzen, wenn viele Menschen nicht deiner Meinung sind. Du wächst in deiner Persönlichkeit, indem du all das freigibst, was der Vollkommenheit nicht entspricht. Lieben heißt loslassen. Und ich möchte euch noch die Affirmation dieser Botschaft an die Hand geben. Vielleicht wollt ihr euch das auch aufschreiben. Vor mir liegt ein neuer Weg des Loslassens. Ich lasse alles los, was nicht mehr zu mir gehört, und vertraue darauf, dass tiefer Friede in mein Herz einkehrt. Und genau da wolltet ihr hin, denn ich hatte ja eingangs schon darauf hingewiesen, dass in dir selber dieser tiefe Wunsch nach Liebe, Frieden, Liebe und Harmonie da ist. Ja, wie soll ich sagen? So, schauen wir, was Merlin euch noch mitgeben möchte. Großvater, was möchte Merlin noch mitgeben? Ja, noch eine Botschaft. Noch eine Botschaft hier vielleicht. Ja, sind das doch wieder so viele. Das sind doch einige Botschaften, die hier noch gefallen sind. So, wollen wir mal schauen. Merlin spricht von den Zugängen zur Anderswelt. Die Verzauberung. Lasse dich verzaubern. Lasse die Reise in die Mysterien des Lebens beginnen. Tritt ein in die Reiche zwischen Himmel und Erde. Erlöse, wandle und reinige dich im Einklang mit der Lichtnatur. Der Zugang in der Anderswelt. Achte auf magische Zeichen und die himmlische Führung. Der Himmel sendet dir magische Zeichen. Sie enthalten gebündelte Lichtinformationen und harmonisieren dein ganzes Sein. Trage ein Amulett oder dein Lieblingssymbol immer bei dir. Richte dich aus und webe deine Magie. Schloss von Kompa. Hier gibt es gut gehütete Geheimnisse, Seelenschätze. Alte Erinnerungen haben noch Kraft und wollen erlöst werden.
Im Zauberbann der Seele befreie, was erlöst werden möchte. Bewahre deine Schätze und offenbare deine Kraft. Das blau-weiße Volk spricht von deinem unermesslichen Potenzial. Tritt ein in das blau-weiße Licht, verbinde dich mit deinem wahren Erbe. Erinnere, erwecke und erkenne das Potenzial, das dir innewohnt. Wachse über dich hinaus. Der Himmel ist in dir. Wirke im Einklang mit deiner göttlichen Führung im Licht. Der gläserne Palast spricht von den unsichtbaren Welten. Neue Wege werden in den unsichtbaren Welten geboren, bevor sie für kurze Zeit in der sichtbaren Welt aufleuchten. Konzentriere dich zuerst auf die unsichtbaren geistigen Welten. Hier webt sich die Magie der Manifestation. Also das weist nochmal ganz klar darauf hin, holt euch die Botschaften des Universums, bittet die Engel, bittet die spirituelle Welt, bittet Gottvater um Hilfe und Führung und Schutz, denn die bekommt ihr zu jeder Zeit. Und das Labyrinth spricht von diesem Richtungswechsel, der ja hier zentral auch in meinem Energiefeld schon lag. Der Richtungswechsel heraus aus den verschlungenen Faden. Im Labyrinth des Lebens müssen wir immer einmal wieder die Richtung ändern. Wie auch immer dein Lebensweg gerade aussieht, du bist verbunden mit dem Zentrum des Lichts. Jetzt schaue ich mal, ob euch abschließend die Einhörner noch etwas mitgeben wollen. So, ich warte, was wollen die Einhörner hier noch sagen und mitgeben? Gibt es noch eine Botschaft? Was muss hier nicht gesagt werden? Was ist noch wichtig? Es geht hier um die Liebenden. Es geht um die violette Flamme. Rufe die kosmische, diamantvolle, diamant-violette Flamme herbei und verwandle alles, was nicht in Liebe ist. Also auch diese Situation solltet ihr in Liebe tauchen. Seht in Liebe, dass euch diese Situation, diese Menschen geboten werden, um etwas zu lernen. Es ist eine große Herausforderung, die ihr aber in der Lage seid, auch zu meistern. Und diese Herausforderung wird euch geboten, auch in Bezug auf den Herzensmenschen, damit ihr etwas lernt. Damit ihr genau das lernt, was noch nicht so entwickelt ist in euch. Weil ihr euch genau dieses in eurem Lebensplan, in eurem Seelenplan vorgenommen habt. Verwirkliche deine Träume. Konzentriere dich auf deine Vision. Suche Erfüllung und Zufriedenheit. Also konzentriere dich auf das, was du dir wünschst, was du schon lange in dir trägst, was dein Glück, deine Zufriedenheit ist, auch in Verbindung und im Zusammenhang mit deinem Seelenpartner, deiner Seelenbeziehung, vielleicht auch deiner Zwillingsseele. Und schwimme mit dem Strom, entspanne dich und vertraue.
Akzeptiere, was geschieht. Nimm es hin, empfange die Intuition und gehe vorwärts. Und in diesem Sinne möchte ich mich für heute von euch verabschieden mit einem ganz lieben Gruß von mir, von Herz zu Herz. Lasst es euch gut gehen und lasst euch auch tragen von Gott Vater und auch den aktuellen Frühlingsgefühlen, die Kraft und den Drive, der gerade in der Luft liegt und der euch anstupsen mögen. Ja, genau das. Alles, alles Liebe. Bis dahin. Tschüss, euer Engel Christiane.